Alle haben als Kind Bambi geschaut. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Einer der größten Kindheitstraumas von uns allen ist, wo Bambis Mutter erschossen wird. Bis heute war nicht klar, wer der Jäger war, der Bambis Mutter erschossen hatte. In der ersten Minute von Die Schön und das Biest sehen wir hier ein Reh, das Bambis Mutter sehr ähnlich sieht. Gaston, der als bester Jäger der Stadt bekannt ist, hat sogar eine eigene Trophäenwand mit ausgestopften Tieren von seiner Jagd. Ach du Scheiße. Gaston wollte nicht nur das Biest töten, sondern er hat auch Bambis Mutter getötet. Ach, das ist lustig, wenn ich weiter eure Kindheit zerstören soll.